So, Katrin. So, Sebastian. Da sitzen wir. Feierabend. Also herzlich willkommen zum neuen Video. Sag mal herzlich willkommen zum neuen Video. Hab ich jetzt gemacht. Wir haben gedacht, wir nehmen uns mal ein paar Minuten und gehen auf ein paar Fragen ein, die immer wieder auftauchen. Ja. Ja. Ganz durcheinander. Das machen wir am besten zu zweit, haben wir gedacht, wo wir die Fragen gelesen haben. Und nein, die kamen ja nicht alle auf einmal. Ja, was ist denn Zettel? Ich habe die doch zusammengeschrieben. Ja. Dann, ha? Ja, aber die haben sich jetzt angesammelt schon eine Weile. Ja, manche. Soll ich mal den Zettel her, dann habe ich. Ja. Hast du den. Super. Super. Genau. Die erste Frage ist eine eindeutig für dich. Ja, ich bin gespannt. Also ich habe sie schon gelesen. Ja, manche gedacht, kann ich auch beantworten. Und dann habe ich gedacht, oh, das wird keine 10-Sekunden-Frage. Warum 10er Dadant-Beute? Ja. Ja. Tja. Tja. Ist ja nicht so, dass wir das schon immer hätten. Und nein, ausschließlich. Nein. Also der Hauptgrund, wir wollen da jetzt auch nicht ausschweifen. Ich glaube, das allein wäre schon ein Video, wie ich glaube, ich habe ja auch mal eins gemacht, wo ich das ein bisschen, das war mit verschiedenen Beutensystemen, gell. Auf jeden Fall 10er Dadant ist, also sagen wir mal, Dadant-Beute an für sich oder diese ganze Großwaben, ne? Ob jetzt Dadant, Zadant, Zander 1,5, wobei ich das auch nicht weiß, was da genau der Unterschied ist zwischen Zadant und Zander 1,5, wahrscheinlich ein paar Millimeter, aber ist ja auch egal. Die sind ja praktisch alle gleich zu bewerten und da ist halt dieses große Wabenmaß. Das spart Waben ein, das macht die Sache vom Materialaufwand geringer, macht es von der Arbeitszeit, wenn man es durchschauen muss, geringer, den Aufwand. Spart Geld, wie gesagt, schnellere Bearbeitung. Dann kommt noch dieses Thema bienengemäß, wesensgemäß dazu. Das haben wir da bei Demeter gelernt, dass ungeteilter Brutraum, dass da ja sehr großen Wert drauf gelegt wird. Und das haben halt diese Großwaben, ne? Also schnelle Bearbeitung, wenig Material, also wenig Rähmchen, vor allem in dem Dings, dann dieses Bienengemäß und das sind eigentlich die drei Hauptpunkte. Und 10er Dadant ist bei uns halt historisch gewachsen, weil auf eine 10er Beute passen halt die Honigräume, die wir von Langstroh noch hatten, von früher. Und man kriegt 10er Dadant-Beuten ganz gut auf dem Anhänger transportiert. Ne? Da gehen ja bei uns 4 Stück nebeneinander. Ob das jetzt mit 12er Dadant, also das wäre ja die andere Abweichung. Ne? Dadant ist ja klar jetzt, aber 12er Dadant wäre halt breiter, wäre mehr Luft in der Beute drin. Ob da auch 4 passen würden, glaube ich nicht. Weiß ich nicht, ich glaube es nicht. Ne? Der Anhänger ist 2,10 Meter breit. Insofern sind das die Punkte für diese Warum 10er und ob wir das mittlerweile bereuen. Das. Also die 12er Dadant hat einen Vorteil und zwar, dass man den Honigraum um 90 Grad verdreht aufstellen kann, um damit die Durchgängigkeit vom Brutraum in den Honigraum zu verbessern. Das ist der Punkt, wo ich das sehe, aber steht für uns ja nicht zur Debatte, das zu ändern, weil alle anderen, also Dadant ist gesetzt und fertig. Ne? Und wenn cool, dann wird dass du da jetzt das 10-mal sagen musst, nachdem du im letzten Video erzählt hast, dass ja ich noch Völker auf Zander habe. Du hast noch Völker auf Zander. Aber es sind ja nicht viele. Aber da. Ja, so ist es. So ist es. Gut. Die nächste Frage, die kam jetzt tatsächlich schon oft, ist, warum Bio? Ich glaube, wir haben das schon ein paar Mal gesagt, ist so die einzige Konstante, die wir von Anfang an gehabt haben. Wir fangen voll mit den leichten Fragen an, gell? So kurz und prägnant zu beantworten. ja, wir bringen dann danach, gibt es ja auch noch ein paar, die kann man mit Ja und Nein beantworten. Ah ja, dann. Aber die haben wir ja auch zum Teil schon, die ganz einfachen, direkt beantwortet. Da kommt ja auch viel in den Kommentaren. Ja, aber jetzt warum Bio? Genau, warum Bio? Ja, ursprünglich wollte ich das, ne? Nee, ganz ursprünglich
wir hatten ja schon immer die Obstwiesen, ne, die biozertifiziert waren. Und dann waren die Bienen einfach ein logischer Schritt, die einfach mit zu zertifizieren. Haben nicht mehr gekostet. Ja, weil sonst wäre es damals so gewesen, wenn die Bienen da nicht bio gewesen wären, dann hätte man das irgendwie in einen anderen Betriebszweig, der dann nicht bio ist, und das wäre dann wieder mehr Aufwand gewesen. Und so sind die Bienen da reingerutscht. Ne? Genau. Mittlerweile ist es andersrum, jetzt sind die Bienen bio. Und das Obst ist halt auch noch bio, weil sonst müsste man wieder diesen Betriebszweig nicht ökologisch haben. Ah, nee, also dass die Wiesen bio sind, war ja schon ewig gesetzt. Und wir hätten sicherlich nicht am Anfang gleich ein paar Bienenvölker bio zertifizieren lassen. Aber dadurch, dass der Betrieb schon bio war, war es einfach logisch, das dann gleich von Anfang an auch konsequent so zu machen. Ne? Ja, hat sich so rein. Guck, das war doch jetzt gar nicht so lang. Nein. Die nächste Frage geht. Aber wir überlegen das in der Tat, die Frage stellen wir uns auch intern hier im Zweierverhältnis schon manchmal. Immer und immer wieder, genau. Also nicht, weil wir diese Bewirtschaftungsweise, also so würden wir trotzdem die Bienenvölker weiterhalten. Ich glaube, das ist schon gesetzt. Klar. Aber diese Zertifizierung, es wird halt von Jahr zu Jahr mehr Aufwand und ja, billiger wird es auch nicht. Ne? Das stimmt. Und daran anschließend, wir haben eine Frage, habt ihr viel Bürokratie? Ja. Naja, das kommt ja drauf an. Wenn du jetzt so einen Angestellten im Landratsamt fragen würdest, ob er viel Bürokratie hat, der würde das, was wir haben, würde der es lächerlich abtun. Ja, aber wir sind ja jetzt keine Angestellten bei Stadt- oder Landratsamt. Du meinst, für eine Imkerei haben wir viel Bürokratie. Ja. Ja. Nee, also wird nicht weniger. Und einiges kommt natürlich auch mit der Biozertifizierung. Und es wäre weniger, wenn wir die lassen würden. Und da wir sowieso eigentlich immer ausverkauft waren, bisher jedenfalls, hatten wir uns das tatsächlich schon überlegt, ob das unbedingt sein muss. Ja, also Schreibtisch muss sagen, ist ja schon, weiß ich nicht, aber. Also mal mehr, mal weniger, aber manchmal auch zwei Tage die Woche kannst du eigentlich locker im Büro verbringen. Ne? Ja, wobei, das würde jetzt nicht alles wegfallen, bloß wegen der Biozertifizierung. Nein, auch nicht. Aber genau, wenn man jetzt die Frage für sich nimmt, habt ihr viel Bürokratie? Ja, schon, oder? Ja. Genau. Gut, jetzt eine ganz kurze Frage. Was? Seid ihr verheiratet? Ja, auch schon ein Weilchen. Ja, gell? Schon. Also, ja. Wahrscheinlich noch nicht die meiste Zeit, aber schon ein Weilchen. Gell? Ist jetzt aber gut, dass du das so sagst. Du bist blöd. Also komm, wenn nächste du so weitermachst. Frage. Ah, okay. Bist du ein guter Imker? Wer? Du? Na, ich nicht. Ich. Also, ich wäre, wenn dann, eine gute Imkerin. Naja. Imkerin. Weiß ich nicht, es gibt sicherlich Imker, die besser sind wie ich. Also, man muss unterscheiden. Man muss sagen, Imker, die besser sind wie ich, die meinen, sie sind besser wie ich, gibt es sicherlich viele. Gibt's viele. Und Imker, die. Aber es gibt sicher auch welche, die besser sind. Also, ja, meine ich ja. Und Imker, wo ich meine, dass die besser sind wie ich, gibt es auch einige. Ne? Ja. Also kann ja auch sagen, vielleicht viele, das ist ja immer, aber also ich bin sicherlich nicht die Creme der Creme. Du bist die Creme de la Creme. Für mich natürlich ja, schon. Aber bin ich sicherlich nicht. Ne? Also ich meine, wir werden jedes Jahr besser, ne? Und ich glaube, wir haben schon ein ganz gutes Niveau, ne? Also wir sind jetzt sicherlich nicht, darf man das sagen, dass wir nicht Mittelfeld sind? Wir sind, glaube ich, schon. Keiner hält sich für Mittelfeld wahrscheinlich. Frag mal die Leute, ob sie überdurchschnittlich gut Auto fahren. Jeder fährt überdurchschnittlich gut Auto. Ja, nein, ich glaube, also, du bist schon ein überdurchschnittlich guter Auto. Wir verdienen damit ja Geld und dementsprechend gibt es auch Erfolg mit der Sache und man kann manche Sachen sicherlich besser machen und damit können wir es doch belassen. Ja, oder? Und ich glaube, also deine Teilnehmer von deinen Imkerkursen, immerhin ist es so, also du bist A, Imkermeister seit einigen Jahren, B, gibst du die Kurse und bisher waren die allermeisten Teilnehmer zufrieden. Ja. Insofern, so schlecht kann es nicht sein. Nein, wir wollen es hier kein Mitleid.
Aber es gibt trotzdem auch Leute, die besser sind. Klar, gibt's so, immer. Weiter. So, unangenehme hast Frage du war das gelernt? Hier. Ja. Er ursprünglich hat er Landwirt gelernt und dann auf den Landwirt den Imkermeister draufgesetzt. Ich habe nicht Imker gelernt. Ich habe nichts Gescheites gelernt. Ja. Aber kann man so sagen, ja. Gell? Also was Gescheites fände ich jetzt einen schönen Handwerksberuf oder so. Ja, aber oder? Du bist jetzt nicht unglücklich mit deinem Beruf. Ich würde auch jederzeit wieder studieren. Ja. Weißt du auch warum? Nee, ich will das jetzt nicht wissen. Wir machen jetzt, das wird zu privat jetzt hier alles. Das machen wir immer hier. Doch, das darf ich sagen, weil ich das dich kennengelernt habe. Das machen wir ja jetzt. Ich sag mal, aber hier, seid ihr zu verheiratet? Bist du ein guter Imker? Hast du, jetzt wird es langsam aber hier. Ne? Wo ist eure Imkerei? Auf dem schönen Schurwald? Hinter uns, ne? Hinter uns, genau. Auf dem schönen Schurwald? Bei Stuttgart ist das. In ne? der Nähe von Stuttgart? Stuttgart kennt man schon, zwischen oder? Neckar und Remstal auf dem Berg. Ja. Ja. Warum hast du keinen Schleier? Hab ich. Ja, zwar ganz schön eigentlich. Ich habe da letztes sogar ein Geschenk bekommen. Ja. Und das ist eigentlich bisher der schönste. Ja. Ja. Ja, der hat auch, ist nicht, also ich hab schon einen, aber in der Tat, ich, also den habe ich jetzt, wann habe ich den gekriegt? Bestimmt zwei, schon vier Wochen und so liegt er eigentlich noch im Auto, ne? Na, drei, vier Wochen wird es schon ja sein. Also ich ziehe den. Es ist ja gut, einen zu haben, auf jeden Fall. Ja, also ich ziehe den eigentlich ganz, eigentlich nie an, ne? Also im Spätjahr schon, da werden die Bienen ja ein bisschen, manche ein bisschen unterschiedlich, aber eigentlich habe ich den nie an, aber ich besitze auf jeden Fall einen. Kürzlich habe ich gesagt, du sollst einen anziehen. Ja. Aber hat er natürlich nicht gemacht. Ja. verkauft ihr auch Bienenvölker und Königinnen? Ja, machen wir. Also Bienenvölker also, nicht. Ja, ne. Völker eigentlich nicht. Ja. Kommt vor, aber eigentlich nicht. Jetzt wird eine ganz einfache Frage. Also ja. An dich ist sie einfach, an mich ist sie natürlich kompliziert. Ja. Ja. Guck. Was, wie alt bist du? Mhm. Ja, bei uns beiden ist eine 4 dabei, gell? Bei mir hinten, 24. 29K. Ja, wir haben beide einen 4er vorne dran. Wie wird man Imkermeister? Das finde ich auch eine lustige Frage. Boah, das weiß ich. Also wie ich wird weiß, man da gibt es ja viele Wege zum Ziel, ne? Der klassische Weg ist ja, nee, weiß ich nicht. Naja, Imker aber kann man auch lernen. Ne? Ich glaube, der vorgesehene Weg ist ja, man macht, lernt Imker, ne, als ist das dann ist ja Geselle. Tierwirt, ne? Fachrichtung Imkerei, oder ja. Wie heißt es? Ja? Tierwirt, genau, Imkerei. Kann man ja lernen. Gibt es ja nicht so viele, also ist ja ein Blockunterricht, dann in Celle, glaube ich, und auf dem Betrieb, also wie Landwirt auch, ne? Im Prinzip das gleiche System, nur dass man halt, ich glaube, deutschlandweit nur eine Berufsschule hat mit Internat, deshalb kennen sich ja auch alle, jeder, der Imker lernt, der kennt ja praktisch alle anderen Imker in Deutschland auch. Also auch ganz schön. Und dann weiß ich gar nicht, wie das, also das ist der klassische Weg und dann macht man halt wie im Handwerk den Meister drauf. Da weiß ich jetzt, das habe ich ja so nicht gemacht, ne? Und viele machen das ja auch als Quereinsteiger, also wenn man einen grünen Beruf gelernt hat. So war es zumindest damals, wie ich das gemacht habe. Also Landwirt, Gärtner, weiß ich nicht, was da alles dazu. Tierwirt natürlich, ne? In anderen Fachrichtungen, denke ich. Und dann eine gewisse Völkerzahl über eine gewisse Zeit nachweisen kann. Und da auch Einkommen, glaube ich, muss man auch nachweisen. Oder dass man halt das erfolgreich macht, wenn ich mich recht erinnere. Dann wird man halt auch für diese Prüfung zugelassen oder für diesen Lehrgang. Ne? Und dann ist es halt analog zu den landwirtschaftlichen Meisterlehrgängen, dass man halt im Winter vermehrt auf die Schule geht und dann irgendwann also eine Praxisarbeit macht als den Sommer über oder zwei, weiß ich gar nicht mehr, oder zwei Sommer über, also einen Praxisteil bei sich auf dem Betrieb macht. Bei mir war das ja diese Varroa-Behandlungsthematik und dann hatten wir irgendwann die Prüfung, ne? Nächste aber Frage. Es gibt ja auch noch weitere Möglichkeiten. Es gibt ja auch noch das Agrarwissenschaftenstudium oder Agrarwirtschaft oder da bist du ja aber nicht Agrarökonomie. Da bist du nicht Imkermeister. Aber die Frage war,
Wie wird man Imker Meister? Ja, Entschuldigung. Wie war die Frage nochmal? Ja, wie wird man Imker? So, Katrin. Sebastian. Du fällst mir ins Wort. Dass das Video jetzt nicht zu lang wird, machen wir hier eine kleine Pause. Und dann geht es nächsten Mittwoch weiter. Also, bis nächsten Mittwoch. Tschüss. Lasst uns einen Daumen nach oben da, wenn ihr wollt. Und natürlich ein Abo. Katrin. Für die, die es noch nicht haben. Traumhaft, Katrin, wie du das sagst.